So, und jetzt sind wir hier in den heiligen Hallen vom Casa Antonio. Ja, die Einladung habe ich bekommen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Das ist jetzt einer der Plätze, der Gegebenheiten, wo man feiern kann. Und zwar, es geht hier auch noch die Treppe nach oben. Wir haben noch eine Tribüne, einen Rang, wenn man so möchte. Hier ist zum Beispiel jetzt eine Ü40-Party. Und zwar am Samstag in einer Woche, dem 12. Der 12. November gibt es hier eine Fiesta Ü40 und man spricht auch eure Sprache. Ihr werdet ihn gleich sehen, den Chef hier, der das Ganze jetzt wieder zum Leben erweckt. Und ja, wir hoffen auf rege Beteiligung. Ich werde auch da sein am Samstag, den 12. zur Ü40-Party. Und wo wir hier sind, das zeige ich euch jetzt gleich. Hier unten ist die Bühne, Lautsprecher, es gibt eine Karaoke-Anlage, aber es gibt für den Samstag schon einen richtigen DJ und es darf auch getanzt werden. So, hier geht es auch wieder runter. So, und hier haben wir ihn, den Chef. Hallo und guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, liebe Freunde. Mit wem spreche ich denn? Ich bin Alexis Miranda, der gerade aus Hamburg nach 12 Jahren wieder zurück zu meiner Heimat. Ich komme von hier und ich bin ein bisschen Deutsch und ein bisschen Spanisch jetzt. Also ihr werdet verstanden, ihr könnt euch in Deutsch, in Spanisch unterhalten und das ist schön. Auch der Sohn spricht auch Deutsch. Wunderbar, haben wir gerade begrüßt, vielleicht sehen wir ihn noch. Ja, wir wünschen jetzt... Das ist jetzt erstmal die erste Information, die Grundinformation für alle im Kanal, was Sie hier erwartet. Ich werde regelmäßig berichten. Wir werden die Geschichte auch aufarbeiten. Das ist auch klar. Die Geschichte dieses Gebäudes. Und sehr wichtig ist, dass wir sind offen zu jeder Idee oder zu jedem Event, Veranstaltung oder was Sie brauchen. Kommen Sie einfach vorbei. Wir unterstützen euch gerne. Und einfach mein Haus ist auch euer Haus. Das ist schön gesagt. Dafür bedanke ich mich. Ich gehe jetzt nochmal nach vorne und schaue mir deinen Wirkungsplatz an, den Grill. Tschüss. Tschüss. Ja, also wenn ihr irgendwas feiern wollt, irgendeine große Sache vorhabt, dann seid ihr hier auch recht herzlich willkommen. So, hier geht es jetzt auf die Terrasse. Rechts ist die Küche. So, und hier... Schaut euch das an hier, alles alte Gemäuer. Ja, die Geschichte hier von dem Geschäft, das ist was ganz Besonderes. Hier habt ihr auch die Bar, das alte Holz, das Fachwerk. Sowas sieht man nicht oft jetzt hier in den touristischen Zentren. So, und jetzt bin ich gerade auf der Straße, damit ihr wisst, wo wir hier sind. Hier gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ist der Shanghai. Daneben ist des Nudos und der Mercadona. Da die Straße runter, da geht's zum Lidl. Und hier das Schild Casa Antonio Grill. Und hier ist der offizielle Eingang. Das ist jetzt der Eingang, den wir benutzen. Es gibt dann später eben für die Events auch noch die Möglichkeit, dieses Haus hier zu betreten. Und ich gehe jetzt mal rüber, damit ihr dann auch ein bisschen was seht davon. Und mit dem Licht später wird das richtig wirken. Es ist ein riesiger Ballsaal noch da auf dieser Seite. Den zeigen wir dann später mal. Ja, und wenn wir Glück haben, dann gibt es dann auch bald hier die Parkplätze hier. Links davon, links von dem Schild, sollen die Parkplätze dann geplant sein werden oder in Zukunft eben vorhanden sein.
So, und hier sitzen wir und hier werden wir was essen und was trinken. Hallo und guten Abend. Hallo. So, jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Hier gibt es den Grill. Hier ist er wieder, der Chef. Ach ja, selbst ist der Mann. Und hier der Blick in die offene Küche. Hier gibt es auch einen so, Ofen. Einen Ofen, den wir bald auch nutzen werden. Hier können Sie morgens Pata de cerdo, bocadillo, diese typische Brötchen, das haben wir jetzt momentan. Das kommen hierher. Das kanarische Frühstück, ne? Also ein Frühstück. Korrekt, ein Frühstück. Haben wir so jetzt ein Angebot zum Beispiel, das ja. zum Kennenlernen, haben ja. wir Kaffee, Osaf und eine Bocadillo von Pata. Mit ein bisschen Alioli oder sowas, ja. 4,80. Da kann man sie hier nicht beschweren und hier richtig probieren. Also, Pata di Cerdo, das ist das belegte Brötchen mit dem Schweinefleisch, mit dem gebratenen, kalten Correct. Oder lauwarmen Schweinefleisch, ein O-Saft dazu, Kaffee für 4,80 €. Korrekt. Wunderbar. Sonst können Sie eine große Bocadillo bestellen und das werden wir hier machen. Das kommt dann in die Not. Okay, wunderbar. So, Perfekt. Jetzt lassen wir den Meister mal arbeiten. Ja, danke schön. Wir haben hier die Vorspeisen bekommen und es sind Papas Arrugadas, also mit Mochosoße. Die müssen alle essen oder keiner. Dann haben wir hier Brot mit Aioli, das ja. wisst ihr, was das ist. Dann hier der Käse und hier kommen die Pimentos de Patrones. Ensaladilla. Russensalat dürfen wir jetzt nicht mehr sagen. Wir müssen uns den Russensalat verkneifen und sagen, es ist Salat. So, und jetzt fangen wir hier mal an mit der Vorspeise. So, und das ist jetzt der gemischte Barbecue-Teller. Hier ist alles drauf, von allem etwas. Maiskolben sehe ich hier, Pimentos, Kotelett, Würste, Würstchen, nochmal ein Würstchen. Ich sage euch, Chorizo, Entrecote. Also, das schaut schon mal ganz lecker aus. Da werden wir uns jetzt auch drüber hermachen und wünschen uns guten Appetit.